In der Star Wars Originaltrilogie sehen wir, wie die kleine Rebellenallianz gegen das große tyrannische Imperium kämpft. Doch wer waren eigentlich die Gründer dieser Allianz? Welche Antworten es auf diese Frage gibt, werden wir uns heute in diesem Video anschauen. Doch bevor wir jetzt damit anfangen, gibt es noch die geile Nachricht, dass ich mittlerweile einen eigenen Community Discord Server habe. Einige Leute aus der Community hatten angeboten, mir einen solchen Server zu erstellen und der ist jetzt fertig. Vielen Dank an EinfachKami, BattleLetsPlay und Pokemaster dafür. Ihre Instagram-Profile findet ihr unten in der Videobeschreibung, wie auch einen Link zu diesem Discord-Server. Wenn ihr Discord nicht kennt, ist das im Prinzip ähnlich wie TeamSpeak. Ihr könnt im Server über diesen Link beitreten und euch dort mit anderen Star Wars-Fans und Fans von mir austauschen. Ich werde natürlich auch zwischendurch da sein. Und es gibt da sowohl Text wie auch Voice-Chat, den man auch gut zum Zusammenzocken nutzen kann. Ich würde mich echt freuen, nach dem Video einige von euch auf dem Discord zu treffen. Doch jetzt zurück zu der Frage, wer eigentlich die Gründer der Rebellenallianz waren. Auf die Frage gibt es wie so oft keine eindeutige Antwort. Die einfache Antwort kann man jedoch in Legends geben, weshalb wir mit dieser Variante anfangen. Nach der Entstehung des Imperiums formierten sich schnell viele verschiedene Rebellenzellen, die auf ihre eigenen Arten und Weisen alleine gegen das Imperium ankämpften. Einige entstanden aus der Delegation der 2000, welche schon zu Zeiten der Republik Lobbyarbeit gegen die zu große Macht Kanzler Palpatines betrieb. Wieder andere Rebellenzellen gründeten sich aus ehemaligen Separatisten, die mit der Herrschaft des Imperiums genauso unzufrieden waren wie mit der Republik. Jedoch waren das alles nur einzelne Gruppen, die es nicht schafften oder nicht wollten, sich zusammenzuschließen, um gemeinsam gegen das Imperium zu kämpfen. Doch es gab einige wenige Anführer einiger Rebellenzellen, die versuchten aus ihrer Sache etwas Größeres zu machen. Besonders wichtig waren dabei drei Senatoren des Imperialen Senats, die alle auf verschiedene Weisen versuchten, das Imperium zu bekämpfen. Bail Organa von Alderaan, Mon Mothma von Chandrila und Gambel Iblis von Corellia. Organa blieb nach außen hin einer der größten Befürworter des Imperiums und des Imperators. Insgeheim sammelte er jedoch Truppen um sich, bezahlte Söldner und half überlebenden Jedi, um eine Streitmacht gegen das Imperium aufzubauen. Mon Mothma, die bei der Delegation der 2000 auch schon dabei gewesen war, wählte den genau entgegengesetzten Weg und kritisierte sogar den Imperator öffentlich. Auch sie sammelte Truppen um sich, wenn auch nicht so viele, da sie durch ihre Kritik unter strenger Beobachtung stand, und nutzte ihr diplomatisches Können, um das Imperium zum Besseren zu verändern. Der letzte dieser drei, Senator Gambel Iblis von Corellia, sprach sich auch offen gegen das Imperium aus, und als seine Frau und Kinder vom Imperium hingerichtet wurden, tauchte er unter und gründete als einer der ersten eine große militante Widerstandszelle, die Überfälle auf das Imperium unternahm. Mit den Jahren wurde der Druck auf diese einzelnen Zellen jedoch immer größer und alle drei wussten, dass sie sich besser koordinieren müssten, um wirklich etwas gegen das Imperium ausrichten zu können. Deshalb trafen sich diese drei Anführer mit der Hilfe des Jedi Ram Kota und des ehemaligen Schüler Vaders Galen Marek auf Corellia, um dort die Allianz zur Wiederherstellung der Republik zu gründen. Nach dieser Gründung gab es schnell viele kleine Rebellenzellen, die sich dieser Allianz anschlossen, und später kamen auch noch viele weitere große hinzu. Doch diese drei Senatoren Mon Mothma, Bail Organa und Gambel Iblis waren es, die diese Allianz überhaupt erst gründeten. Im Kanon war die Gründung der Rebellenallianz jedoch nicht so formell. Es gab zwar auch Mon Mothma und Bail Organa, nicht jedoch Gambel Iblis. Und soweit wir wissen, trafen sich die beiden auch nie, um ganz offiziell zu beschließen, eine Rebellenallianz zu gründen. In dieser Version stellte sich Mon Mothma öffentlich gegen den Imperator, weshalb sie von Chandrila fliehen musste und nach Dantooine gebracht wurde. Dort versandte sie eine Holonachricht an die gesamte Galaxis, in der sie dazu aufrief, sich gegen das Imperium zu stellen, wodurch quasi die Rebellenallianz hier nur durch sie gegründet wurde. Und damit wisst ihr jetzt auch schon, wer die Gründer der Rebellenallianz waren. Was sagt ihr? Welchen der drei Gründer findet ihr am besten? Schreibt es unten in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mir ein Abo dalasst und mal auf dem Discord vorbeischaut. Damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag und möge die Macht mit euch sein!